Na dann einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen zum Qualifying im ADAC GT Masters. Wir sind beim Saisonfinale auf dem Sachsenring. Das heißt, ja, der letzte Aufschlag in der Liga der Supersportwagen für dieses Jahr. Und für eine Mannschaft war es ein ja, Lernjahr auf der einen Seite, aber auch durchaus mittlerweile sogar ein erfolgreiches. Nämlich für die Mannschaft von T3 Motorsport, die ja sogar hier aus der Region auch noch kommt. Also für euch Heimspiel. Neben mir Maximilian Paul, Hockenheimring zuletzt. Riesenergebnis, Platz 8. Ich glaube, das war Balsam auf die Seele, oder? Ja, das hat uns alle sehr, sehr gefreut. Das waren die ersten Punkte für uns. Das erste Mal, dass wir richtig schnell waren. Und da versuchen wir natürlich jetzt drauf aufzubauen. Ja, das wird hier wahrscheinlich alles andere als einfach, habe ich so das Gefühl. Ihr seid ja ein junges Team, das heißt, ihr habt gestern erst die ersten Kilometer sammeln können. Ja, also man nennt es unsere Heimstrecke, aber es sind gestern die ersten Kilometer gewesen. Wir sind beide noch nie hier gefahren, das Team war noch nie hier. Und ja, gestern die ersten Runden, war schon anspruchsvoll. Ja, wie schwierig ist es dann, gestern war es ja sehr nass, heute offensichtlich sehr trocken. Wie schwierig ist es dann wirklich, die Daten von gestern auf heute zu übertragen? Jetzt wird es speziell schwer, weil die Strecke halb trocken ist. Hat man jetzt bei dem GT4 Qualifying gesehen. Da denke ich, müssen wir einfach spät wie möglich rausfahren und gucken, dass wir eine gute Runde schaffen zum Schluss. Ja, wir hören auch gerade, dass ihr unter Wet-Practice-Bedingungen fahren werdet. Heißt, was macht die Reifenwahl jetzt? Geht man eher das Risiko und sagt, komm, ich probiere es mit Slick, weil die Strecke würde jetzt wahrscheinlich abtrocknen, oder packt man doch erstmal auf Sicherheit und nimmt die Regenreifen? Ich denke eher Slick. Die GT4, die sind jetzt auch mit Slick gefahren und sind auf der trockenen Linie gut langgekommen. Ja, man muss einfach zum Schluss eine gute Runde schnappen. Das ist das Allerwichtigste. Und William Tregurtha wird heute das Qualifying fahren. Das heißt, du bist morgen dran. Ihr habt ja auch zwischendurch nochmal Fahrer gewechselt. Aber ich glaube, jetzt habt ihr euch gefunden. Das hat man am Hockenheimring gemerkt. Ja, ich denke, wir sind jetzt ganz gut eingeschossen und schauen aufs nächste Jahr. Mit Will ist echt gute Arbeit. Das freut mich sehr. Und der junge Mann war übrigens auch während dem Hockenheimring und dem Rennen davor, war er unterwegs im Audi Sport R8 LMS Cup bei Jan Seifert. Und da hast du einfach mal 4 Rennen hintereinander gewonnen. War das auch für dich so ein Fingerzeig? So, ich habe jetzt endlich Kilometer gesammelt, jetzt bin ich voll da? Es war eine kleine Motivation, aber ich habe das mehr oder weniger als Testkilometer genutzt. Ich saß dann 4 Wochen am Stück im Auto, was mir unheimlich geholfen hat, auch auf die Vorbereitung zum Hockenheimring. Und jetzt also Sachsenring. Worauf kommt es hier an? Gute Show abliefern, Spaß haben und nichts kaputt machen. Das ist das Allerwichtigste. Ich hoffe, ihr habt gleich Spaß, ihr da draußen auch, natürlich auf den Tribünen und auf den Rängen. Schön, dass ihr alle da seid zum Saisonfinale in der Liga der Supersportwagen. Jetzt geht's los mit dem Qualifying ADAC GT Masters. Frank Hufstadt und Sven Bauer übernehmen. 8:35 Uhr, die Ampel ist grün. Vielen Dank, Tobi, das war eine Übergabe. Das war ja eine Punktlandung vor dem Herrn. Und wenn die Ampel grün ist, heißt es geht los, nur im Moment, also im die Gegensatz, Uhr geht los, also ja. Die Trainingszeit läuft, aber ich weiß nicht, ob es schon unten angekommen ist, aber das ist, nein, war fast nicht anders zu erwarten. Jeder will natürlich den anderen die Strecke erstmal trocken fahren lassen. Nur das Problem wird sein, wenn alle so denken, dann fährt hier die nächsten 20 Minuten keiner. Oder 30 Minuten in dem Falle. Da gab es ja auch größere Rennserien, in denen sowas schon mal stattgefunden hat. Ja, hat man alle schon gehört. Stichwort Maximilian Paul noch mal ganz kurz. Tobi hat es ja vorhin gesagt, er hat 4 Rennen am Stück gewonnen in diesem Audi Sport Seifert LMS Cup, Audi R8 Cup. Ich erinnere mich an Most, als er dort mitgefahren ist und wirklich 2 Siege an dem Wochenende eingefahren hat, die so unglaublich überlegen waren, dass man wirklich gesagt hat, also wenn er das auch nur ein Stück weit an Motivation mitnehmen kann in diese ADAC GT Masters, dann sollte da auf jeden Fall was gehen. Kurze Zeit später kam dann genau das Erfolgserlebnis, dass er hier in die Punkte reingefahren ist und die Jungs also wirklich allesamt hochmotiviert sind. War ein schöner Übergang und eigentlich genau das, wie er sagte, er hat es als Testkilometer gesehen, hat dort zwar alles in Grund und Boden gefahren, ja, allerdings eben halt wirklich auch ganz frei von diesem gesamten Druck und die Motivation halt komplett mit zum ADAC GT Masters genommen. Natürlich ist die Qualität, die hier im ADAC GT Masters fällt, ein Vielfach höhere als die in diesem Seifert R8 Cup. Das muss man ganz klar sagen. Nichtsdestotrotz ist es aber natürlich trotzdem für einen selber motivieren nach dem Motto, gut, ich kann das einschätzen, hier sind nicht die hochkarätigen Fahrer unterwegs wie im GT Masters, aber hier kann ich gewinnen. Das ist ja ähnlich, wie ich gestern gesagt habe, bei Carrie Schreiner, die hier vor 6 Wochen mit dem Porsche Sports Cup unterwegs war, dort das Rennen des Porsche Super Sports Cup, wo also Cup-Autos und 991 GT3 R unterwegs sind, und da konnte sie auch gewinnen. Hat natürlich Testkilometer gesammelt auf dem Sachsenring und für eigene Motivation gesorgt, hat auch geholfen. Hockenheim, Podium an ihrem Geburtstag. Definitiv, ja.
bei der Gelegenheit sei dann auch nochmal hier aus der Kabine heraus der guten Morgengruß an alle gerichtet, sowohl hier an der Rennstrecke wie auch im World Wide Web. Knapp 39 Grad waren es gestern. Allerdings nicht hier am Sachsenring und auch nicht an irgendwelchen gemessenen Temperaturstationen, sondern das war die Körpertemperatur des hochgeschätzten Freundes und Kollegen Frank Hofstadt. Mein lieber Frank, du hast dich aber wenigstens so ein kleines bisschen dann doch über die Nacht wieder etwas erholt. Ja, du ADAC GT Masters erholt doch jeden irgendwie und irgendwo. Da will doch jeder dabei sein. Nee, alles im mehr oder weniger grünen Bereich. Und deswegen, ja, wir schauen jetzt einfach mal, was da passiert. Temperatur haben sicherlich auch die ein oder anderen Fahrer voller Vorfreude, weil es jetzt nämlich losgeht. Die ersten sind auch jetzt schon, Gott sei Dank, rausgefahren. Jetzt haben es auch wirklich die letzten mitbekommen. Und natürlich Spaßvogel in die Donche, nochmal in die Kamera hinein mit der holländischen Zunge nach draußen. Bereitet sich gerade vor, wird also dann auch in wenigen Augenblicken in die gelbe Mannfilter HTP Mamba einsteigen. Eingestiegen ist auch in das Auto bei der Startnummer 21 der Zackspeed Mercedes Daniel Kallwitz. Ich glaube, er sitzt derjenige, der jetzt am Steuer sitzen wird für diese Runde. Das ist ja derjenige, der mit der mit Aston Martin normalerweise unterwegs war. Und ja, du zeigst gerade drauf. Es ist hier Jimmy Eriksson, der am Steuer sitzt des Zackspeed Mercedes, also nicht Daniel Kallwitz. Daniel Kallwitz ist aber auch an diesem Wochenende mit von der Partie, nachdem er bei Aston Martin aus dem Gesamtprojekt und Programm ausgeschieden ist, hat er jetzt also seit Hockenheim seinen Platz gefunden bei Peter Zarkowski und der Mannschaft rund um die Truppe aus der Eifel. Wir haben vorhin im ADAC GT4 Germany Qualifying ja schon über das Thema, wer wird Meister, wer kann Meister werden, wer hat gute Chancen, auch in den einzelnen Wertungen. Das hatten wir jetzt heute Morgen noch gar nicht angesprochen. Wir haben unseren Meister ja in diesem Jahr schon gefunden im ADAC GT Masters. Und zwar zu Saisonbeginn hätte man wohl sagen können, genau, sein Bauerschein zeigt gerade auf den Monitor, da stehen sie, die beiden HCB Routronic Audi. Und einer davon, der mit Patrick Niederhauser und Kelvin van der Linde in diesem Jahr besetzt war, hat eben das Kunststück fertiggebracht, schon in Hockenheim, wo wir die letzten Jahre ja unser Finale feiern durften, die Meisterschaft einzufahren. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, man war guten Mutes am Anfang des Jahres. Aber ich gehe davon aus, wenn man Teamchef Fabian Plenz, der sich und seiner Truppe natürlich auch alles zugetraut hat, aber am Anfang des Jahres gesagt hätte, hey, ihr seid in Hockenheim schon Meister, dann hätte er sich wahrscheinlich mit dir gar nicht weiter unterhalten, hätte dir nur einen Vogel gezeigt und wäre gegangen. Genau, sie hätte sich kommentarlos rumgedreht, das Thema wäre erledigt gewesen. Aber sie haben eben halt genau den Job gemacht, ohne diesen Druck, den so viele halt verspüren bei ihrer Ausübung ihrer Arbeit. Den hatte man nicht. Als neu eingestiegenes Team wusste man genau, es kann eigentlich nur Gewinner geben. Dass das dann am Ende so aussehen würde, wir haben es in Hockenheim auf dem Ehrungspodest ja auch mit Fabian Plenzmann so ein kleines bisschen besprochen. Da war nicht wirklich mit zu rechnen, ganz im Gegenteil. Man hat gesagt, man möchte gerne mal in die Punkte fahren, vielleicht mal den einen oder anderen Podiumsrang über das Jahr einfahren. Jetzt ist es also die vorzeitige Meisterschaft bereits schon in Hockenheim gewesen. Was es im ADAC GT Masters noch nie gegeben hat, dass man vor dem eigentlichen Saisonfinalwochenende schon einen feststehenden Meister hatte. In dem Fall hat es funktioniert. Und mit Kelvin van der Linde haben wir jetzt auch den zweiten Fahrer, den Südafrikaner, der sich zum zweiten Mal in die Meisterehrungslisten hat eintragen dürfen. Bislang war das nur Sebastian Asch vorbehalten, der ja noch im HB Racing Ferrari mit der Startnummer 7 sitzt und dort gemeinschaftlich mit dem Sohnemann, mit Luca Ludwig, am Steuer dreht. Und er war also der Erste und bis zu diesem Jahr auch der einzige Pilot, der zweimal Meister werden konnte. Jetzt gesellt sich Kelvin van der Linde in diese Reihe hinein. Ich hatte gerade so im Hinterkopf so die Spielerei, dass das bestimmt interessant wäre. Zum Beispiel beim ADAC GT4 Germany. Sebastian Asch fährt mit Klaus Ludwig und Luca Ludwig fährt mit Roland Asch. Das musste erstmal so vornamentlich erstmal auf die Kette kriegen. Aber vielleicht ist das mal so eine Idee, die man mal mit einbringen kann. Viele Leute werden jetzt wieder den Boxen zuhören und den Kopf schütteln und sagen, der Hofstadt hat auch Ideen. Ja, ich hatte ja auch Fieber. Ja, genau. Du hast Fieber. So, haben wir das geklärt. Und es ist auch gleichzeitig die Entschuldigung für den heutigen Tag, oder? Na, ich brauche keine Entschuldigung. Wir machen das. Natürlich nicht. Christian Engelhardt mit 1:29.635 fährt zumindest schon mal die Zeit, die Claudia Hüttgen in der GT4 Germany gestern fahren konnte. Also
offensichtlich aber immer noch nicht die perfekte Strecke. Was jetzt sicherlich hilft, ist auf der einen Seite viel Verkehr, den haben wir nicht, aber auch die Sonne, die jetzt tatsächlich rauskommt, hilft sicherlich, dass die Strecke in den verbleibenden 22,5 Minuten wirklich abtrocknen kann, sodass wir dann aber auch erst gegen Trainingsende hin dann die Zeiten immer schneller werdend dann die Entscheidung sehen, wer dann heute Nachmittag oder heute Mittag hier aus der Pole Position ins Rennen gehen wird, denn wir starten ja mit der ADAC GT Masters. Ja, wir steigen die Boxenampel auf um 14.05 Uhr auf grün und dementsprechend natürlich dann die Präsentation des gesamten Starterfelds und dann haben wir dann das Rennen um 14.45 Uhr. Ja, so zwischen. Manche Leute essen ja auch etwas später zu Mittag. So eine Mischung aus Mittag und Nachmittag. Ja, da musst du aber schon. Also wenn, hast du schon mal warmen Kuchen gegessen? Also ich meine richtig so gekochten Kuchen? Gott, lassen wir das auch. Es gehört auch, glaube ich, jetzt nicht ganz hier. Man hat dir übrigens gestern Abend, da warst du allerdings dann schon im Hotel, auch noch gesagt, Mensch, warum ist denn der Hofstadt nicht mit dir hingekommen? Der hätte noch ein warmes Bier mit Alkohol von uns bekommen. Ja, das ist, in Bayern sagen wir die Rosskur dazu, das funktioniert wirklich. Ja, also, klar, du spuckst alles aus, was du in dir hast. Schon mal warmes Bier getrunken, also das ist ja sowas von ekelhaft, aber es funktioniert. Es macht dich unglaublich schnell, extrem besoffen und richtig müde. Aber dann schläfst du halt auch gut und länger, aber egal. Auch ein anderes Thema, hatte ich nicht, geht trotzdem. Übrigens haben wir momentan einen Mercedes ganz vorne, nur mal so am Rande erwähnt. Mit einer 1,29er Zeit liegen wir allerdings zugegebenermaßen immer noch 10 Sekunden hinter der Zeit des gestrigen ersten freien Trainings, das ja unter komplett trockenen Bedingungen stattgefunden hat. 10 Sekunden, Frank, das ist, obwohl die Linie scheinbar hier auf der Rennstrecke abgetrocknet ist, trotzdem eine ganze Menge Holz. Also das ist fast kaum nachvollziehbar. Aber und das, was wir hier gerade in der Zeitlupeneinspielung bei Mick Wisshofer sehen, ist auch genau die Gefahr. Du fährst auf der Ideallinie, denkst, okay, die ist weitestgehend trocken, fährst über die Ideallinie auf die Curbs drauf und auf einmal siehst du, wie auf einmal das Wasser wieder aufstaubt oder aufspritzt, sodass man eben dann definitiv nicht am allerletzten Limit auch über die Curbs fahren kann, die du aber brauchst, um hier letztendlich eine Fabelzeit zu fahren. Viele kommen dann auch wieder nach der Runde rein und sagen wahrscheinlich jetzt zu den Teams, du pass auf, geht noch nicht, ja. Und dementsprechend momentan draußen auf der Strecke doch die stolze Zahl von deren 1, 2, 3 Autos. Und zwar zum einen Mick Wisshofer, der mit dieser 1,29 die schnellste Runde bis dato gefahren hat. Dann der Aust Audi mit Remo Lips und tja, der gerade eben noch draußen war, und zwar die 82, Rolf Ineichen ist das, glaube ich, der im Orange One bei Grasser Racing Lamborghini Huracan unterwegs war. Auch der ist reingekommen. So übergibt man jetzt wahrscheinlich die Verantwortung, dass die Strecke abtrocknen soll, der Frau Sonne. Sozusagen, ja. Meine Oma hat immer gesagt, früher Tante Clara. Ich weiß nicht, warum sie da überhaupt drauf gekommen ist. Aber es ist aber auch wurscht. Wir haben vielleicht noch mal so einen kleinen Rückblick auf Hockenheim und die Zeit dazwischen bis zu diesem Rennwochenende. Das haben wir gestern schon mal so ein kleines bisschen getätigt und haben dort ja auch gesagt, Callaway Competition fährt an diesem Wochenende hier nicht. Wird die Corvette aus der US-Dampfhammer aus Leingarten wird nicht mit dabei sein. Aber die Mannschaft rund um Ernst Wöhr und er selber sind hier vor Ort. Man hat halt nur das Auto nicht mehr fertig bekommen. Sicherlich auch irgendwo so ein kleines Stück weit mit dem Hintergrundwissen, weil ja auch ein Marvin Kirchhöfer noch in einer anderen Rennserie unterwegs ist und dann noch Chancen hat, um die Meisterschaft zu fahren, hat man ihn dann für dieses Wochenende freigestellt. Und hat gesagt, dann fahr doch bitte dort, guck, dass du da noch das Bestmögliche rausholst. Und der andere auf dieser Corvette, nämlich Markus Pommer, der hat wiederum seinen Platz dann hier im ADAC GT Masters gefunden. Und das Ganze bei Aust. Genau, richtig. Da ist er ja auch schon gefahren. Also man kennt sich, man weiß miteinander umzugehen. Es ist kein Neuland für Markus Pommer. Also von daher ist da wieder zusammengekommen, was schon mal zusammen war. Nichts Neues, aber in diesem Jahr dann tatsächlich dann doch wiederum neu. Also die Callaway Competition Corvette, also leider nicht mit dabei. Übrigens auch der oder die Aston Martin an diesem Finalwochenende auch nicht mit dabei. Also da gab es ein bisschen Schwund, aber auch wenn man gesehen hat, wie unglaublich viel Leidenschaft man in die Reparatur beispielsweise dieser beiden Autos, einmal Freitag der Aston Martin auf Samstag, einmal Samstag auf Sonntag der Callaway Competition Corvette, da wurde die Nacht durchgeschraubt. Nicht der Aston Martin, sondern der Audi. Der Audi, Entschuldigung, genau. Da wurde die Nacht über geschraubt und gemacht und getan. Und entsprechend
wurden da wirklich wahre Wunder vollbracht. Und dass man dann sagt, okay, wir haben jetzt nichts mehr zu gewinnen. Marvin Kirchhofer kann in einer anderen Serie noch einen Titel einfahren und so weiter. Das ist ja alles in Ordnung. Aber toll ist natürlich, dass man trotzdem hier vor Ort ist. Absolut. Ich habe dich jetzt gerade übrigens falsch korrigiert. Richtig. Du hast mich falsch korrigiert. Weil es war tatsächlich Dr. Aston Martin. Natürlich, David Griesner hat den ja in Hockenheim am Freitag dann in den Reifenstapel gestopft. Und das Auto ist ja dann bis Samstag auch wieder fertig geworden. Aber das Thema Aus, die haben natürlich auch ein ganz großes Kunststück verbracht. Wir haben das gestern schon mal im freien Training hier für die Zuschauer vor Ort gesagt. Würden wir jetzt gerne auch nochmal für den Stream nachholen. Normalerweise, Teamchef Frank Aus hat das gestern so ein bisschen deklariert und näher erklärt. Wenn du ein Auto komplett von einer Rohkarosse heraus neu aufbaust, dann brauchst du mit 2 Mechanikern rund 6 bis 10 Tage, um das Auto wirklich wieder fahrfertig zu machen. Und in seinem Hause gab es einen Mechaniker, der hat so viel Bock gehabt, der hat das innerhalb von 8 Tagen komplett alleine geschafft. Also von Dienstag auf Dienstag hat der das Auto komplett neu aufgebaut. Die sind rausgefahren, kein Teil hat geklappert, kein Öl hat geleckt. Kein Loch hat irgendwie Öl abgelassen. Es war ein absoluter Traum. Das Ding lief von Anfang an absolut rund. Riesenkompliment an dieser Stelle nochmal an den Mechaniker aus dem Hause aus Motorsport. Ob der wohl am Wochenende jetzt frei hat? Nee, der ist hier. Ah, der ist hier. Ja, dann, ich habe ihn gesehen. Dann. Der sieht übrigens ein bisschen wüst aus. Also das hat so ein bisschen was von, wie nennt man den? Also der Strobel-Peter, der keine richtigen Locken hat. Ne? Also so eine Löwenmähne. Ja, ja, aber was, wie würdest du auch schon, wenn du da 8 Tage durcharbeitest? Ja gut, also von Dienstag bis gestern war ja noch ein bisschen Zeit. Ach so, meinst du das? Ja, wie auch immer. Aber das sind einfach dann die Mechaniker, die du brauchst. Das sind die Leute, die du brauchst. Das sind genau die Leute, die auch ein Fabian Plenz angesprochen hat. Ja. Und zwar, er meint dann wirklich auch alle. Von demjenigen, der als Ingenieur dem Fahrer zur Seite steht. Diejenigen, die für die Reifen verantwortlich sind. Diejenigen, die die LKWs fahren. Diejenigen, die für die Hospitality und die Bewirtung der Gäste und der Sponsoren zuständig sind. Also das gesamte Team. Und das merkst du dann, wenn die Teamchefs von ihrem Team sprechen. Wie auch zum Beispiel ein Wolfgang Land in Hockenheim gesagt hat, weil die hatten ja auch richtig kaputtes Auto. Ich bin so stolz auf meine Jungs und Mädchen. Dann weißt du und du merkst es wirklich ganz genau, das kommt aus tiefster Seele vom Herzen. Und wenn man sich vorstellt, Sie und ihr, liebe Motorsportfreunde, die jetzt hier an der Strecke seid und zuschaut, die ihr vielleicht am Stream sitzt und das Ganze verfolgt, für euch ist maßgebend erstmal das, was auf der Strecke passiert. Das ist auch ganz logisch. Das ist der eigentliche Sport, um den es ja geht, um den wir uns unser Hobby bemühen und dem frönen, nachfrönen. Aber was da an Logistik dahinter steckt, was an gesamten Personalaufwand betrieben wird und welche Zahnräder ineinander greifen, das wird eigentlich wirklich erst in diesen extremen Situationen richtig erkennbar. Und das hört man dann eben halt genau von den entscheidenden Leuten, der Teamchefs, die dann sagen, meine Jungs und meine Mädels, ich bin so unglaublich stolz, wie es ein Wolfgang Land getan hat, wie es auch alle anderen immer wieder tun. Weil die wissen ganz genau, ohne dieses Zahnradsystem funktioniert einfach keine einzige Sportart und eigentlich funktioniert gar nichts. Richtig. Das weiß auch sicherlich ein Peter Mücke. Wie komme ich jetzt auf Peter Mücke? Weil BWT Mücke Motorsport hat jetzt gerade eben, auch wenn das nur eine Momentaufnahme ist, mal die Bestzeit gefahren. 1:29.387. Steven Pallett, der neu eingestiegene Franzose, war das im BWT Mücke Motorsport Audi. Wir waren ein bisschen zu Gast jetzt auf dieser Runde bei Steven Pallett, dem Franzosen. Und also wirklich, die Ideallinie ist jetzt tatsächlich weitestgehend zumindest grau. Hellgrau soll heißen trocken. Jetzt kann ich mir vorstellen, da wir auch bloß noch 14 Minuten zu fahren haben, werden jetzt nach und nach vielleicht doch die ein oder anderen mal rausfahren und zu sagen, okay, dann lass uns zumindest mal eine halbwegs vernünftige Runde fahren, dass wir überhaupt eine haben. Weil im Moment haben wir nur 8 Piloten, die überhaupt eine Fahrzeit mitbringen bis dato. Das heißt, wenn wir jetzt eine rote Flagge hätten, wenn jetzt nicht mehr weitergefahren würde, dann wäre die letzte Reihe ganz schön voll. Die kann man uns aber knubbeln. Also von daher werden wir jetzt sicherlich dann wirklich in den nächsten Minuten den einen oder anderen sehen, der zunächst mal eine gezeitete Zeit bringt. Warum sage ich das so mit der Betonung auf gezeitet? Die sicherlich nicht für eine Bestzeit gut wäre, die ich jetzt fahre, aber ich habe zumindest mal eine. Und wenn dann irgendwas passiert, was außertürlich ist, viel Gelb oder was auch immer, dann bin ich zumindest mal irgendwo in der Standaufstellung sichtbar. Und das wäre jetzt zum Beispiel momentan Remo Lips mit einer 1:35.676. Also das war auch eher eine Bummelzugrunde, aber er wäre momentan Achter.
Und wir haben gedacht, diese 1,29, diese 10 Sekunden, die zur Bestzeit des ersten freien Trainings von gestern an Differenz da sind, wäre so eine Momentaufnahme, da geht noch viel mehr. Komischerweise sind bislang tatsächlich die ersten vier allesamt mit 1,29er Zeiten unterwegs und das Ganze getrennt durch Rang 1 bis 4, 0,24 Sekunden. Das heißt, im Augenblick hat es den Anschein, als wenn wirklich nicht allzu viel mehr geht an Geschwindigkeit auf der Strecke. Ist mal eine sehr kurios anmutende Situation und ein Szenario. Und trotzdem bleibt es interessant, weil wir zwei gucken uns hier oben immer wieder mit großen Kulleraugen an, warum da sich einfach nichts tut jetzt in den letzten Minuten. Gut, jetzt bei Montaplast macht man sich parat, jawohl, so langsam aber sicher, da waren wir noch gar nicht im Auto eingestiegen. Jetzt gibt es nochmal die berühmte motorsportliche Ghetto-Faust für die nächsten Minuten. Aber alle agieren nach dem gleichen Strickmuster. Wir warten wirklich bis ganz zum Schluss. Tatsächlich gibt es noch ein weiteres Strickmuster, über das wir uns über das Jahr unterhalten dürfen. Das ist aber jedes Jahr das gleiche Spiel, denn jeder versucht Punkte zu sammeln für die Meisterschaft. Und so haben wir halt unsere feststehenden Meister mit Patrick Niederhauser und Kelvin van der Linde. Wir fahren aber auch noch die Vizemeisterschaft aus. Die wird dann wohl zwischen Mirko Bortolotti, Christian Engelhardt und ihm hier, den wir gerade ins Auto haben einsteigen sehen, Ricardo Feller, der an diesem Wochenende im Auto mit der Startnummer 28 nicht mit Dries Fantor zusammen im Fahrzeug sitzt, sondern da hat es einen Wechsel gegeben, weil sich jetzt Frédéric Verwisch, der belgische Landsmann von Dries Fantor, eingefunden hat im Fahrzeug an der Seite von Ricardo Feller. Denn Dries Fantor fährt ebenfalls noch eine andere Rennserie oder in einer anderen Rennserie mit und dort um mögliche Punkte. Es wird auch Indy Donche und Maxi Götz noch mit dazu gerechnet werden dürfen im Kampf um die Vizemeisterschaft. Selbst ein Markus Pommer hat rechnerisch noch die Möglichkeit, mit Marvin Kirchhofer eigentlich zusammen, da die beiden ja jetzt hier, einer fährt nicht, der andere fährt in einem anderen Team unterwegs sind, muss man abwarten, wie sich Markus Pommer in Sachen der Vizemeisterschaft dann dort noch aus der Affäre zieht. Und wenn man will, kann man auch und darf man auch Timo Bernhard, Klaus Bachler sowie Christopher Mies und Max Hofer noch mit hinzuzählen im Kampf um die Vizemeisterschaft. Und weil du mit Ricardo Feller angefangen hast, deinen Kommentar gerade eben, Ricardo Feller fährt sozusagen an diesem Wochenende eine Doppelbelastung. Und es könnte ein richtig, richtig schönes Wochenende für ihn werden. Wenn er nämlich noch Vizemeister werden würde, wäre das natürlich sehr, sehr schön. Zusammen mit Wolfgang Land und dessen Team Montaplast bei Land Motorsport. Und er fährt auch noch um die Juniorwertung. Da führt er nämlich Ricardo Feller. Max Hofer ist ihm da mit 11 Punkten Rückstand, aber auf den Fersen. Aiden Reed zusammen mit Marvin Dienst können da auch noch theoretisch eingreifen. Wobei deren Punktekonto, wir sehen sie gerade mit dem Schütz Mercedes eingeblendet, schon etwas größer ist. Also, Ricardo Feller tut gut daran, jetzt und hier und heute Punkte zu sammeln, um vielleicht Vizemeister und Juniormeister zu werden. Vielleicht hat er sogar auf dem Ohr einen altbekannten Titel von Udo Jürgens sogar noch. Tu alles, was gut tut. Aha. Aha, gut. Das war jetzt vielleicht nicht unbedingt so der morgendliche Aufhänger. Wo wir auch ein Augenmerk darauf richten dürfen, ist das Thema der Teamwertung. Da ist natürlich auch noch jede Menge los, denn mit HCB Rotronic Racing haben wir die fahrerischen Meister schon benannt. Diese Mannschaft liegt aber mit 198 Punkten auch in der Teamwertung ganz vorne und hat den österreichischen Atem im Nacken. In der Teamwertung, jawohl, denn Orange One bei Grasser Racing, es liegen dort in der zweiten Position. Und das ist tatsächlich dann nur ein Rückstand von deren 9 Punkten. Mit 189 Zähler ist man da auch gut aufgestellt. Und nach den Vorstellungen der letzten Wochenenden muss man ganz klar sagen, sie sind ein definitives Eisen im Feuer. Die Orange-Grünen aus Österreich, die Lamborghini Huracan von Gottfried Grasser. Wo man sagen muss, wenn man sich die Punktevergabe in der Gesamttabelle anschaut, wir brauchen jetzt nicht sagen, was wäre gewesen, wenn... Oh, guck mal, jetzt geht's aber hier richtig zur Sache, gell? 9 Minuten noch, ja. Wir haben insgesamt schneeweiße Punktefenster bei Mirko Bortolotti und Christian Engelhardt, deren 5 bis dato. Bei HCB Rotronic genau nur 1. Das war natürlich auch ein Weg zur Meisterschaft. Nur 5-mal waren sie nicht dabei und trotzdem auf dem Vizemeistertitel. Erinnert so ein bisschen an das Jahr, als Daniel Kalwitz Vizemeister wurde. Ja. Obwohl er 6 Rennen nicht gefahren ist, wegen Beinbruch, im wahrsten Sinne des Wortes. Und entsprechend alle um ihn herum für ihn gefahren sind. Ein Jules Gonon ist damals Meister geworden. Sein Teamkollege, der aber 6 Rennen mit einem anderen Fahrer fahren musste. Für ihn hat es dann letztendlich gereicht. Also, es geschehen immer noch merkwürdige Dinge
aber letztendlich Dinge, die du dann wieder erklären kannst. Vor allem, wenn du sagen kannst, schön, dass es so ist, dass sowas hier passieren kann. Denn wir wissen, dass es Motorsport erlebt, den du nicht zu 100% berechnen kannst. Und das ist einfach klasse. Diese Aufnahme des Trainings hat jetzt also stattgefunden. 8 Minuten vor dem Ende des Trainings steht im Augenblick, so sagt es unsere grafische Übersicht, nur einer in der Boxengasse und das ist das Auto mit der 36, die von dir vorhin schon mal angesprochenen Schütz-Mercedes-Piloten Aiden Reed und Marvin Dienst, die ja beide in der Juniorwertung im Einsatz sind. Juniorwertung hat nichts mit Rookie zu tun, das ist einfach nur dem Alter geschuldet. Dass Fahrer, die halt ein gewisses Alter noch nicht überschritten haben, und ich glaube, das liegt bei 25 Jahren, wenn mich nicht alles täuscht, dann bist du halt einfach als Juniorpilot im Einsatz und bekommst eine Sonderwertung. Sonderwertung gibt es hier in den Bildern eingeblendet nicht für die beiden, die schon mal gemeinschaftlich Meister waren, aber HB Racing, Ferrari, das Pferd lahmt immer noch ein kleines bisschen. Ja, sie haben sich die Saison sicherlich ein wenig anders vorgestellt in diesem Jahr. Vor allem mit einer auch extrem, ich sage ganz bewusst, auch extrem starken Fahrerpaarung mit Luca Ludwig und mit Sebastian Asch. Beide zusammen ja damals im Mercedes Meister geworden. Sebastian Asch neben Kevin van Linde, du hast es schon gesagt, der Einzige, der bis dato 2 Meistertitel einfahren konnte. Ja, aber du hast gerade eben gesagt, deswegen bin ich auch etwas zusammengezuckt auf diesem ultraschnellen Punkt, bevor du durch den Berg runterstürzt, ist er auch mit dem Ferrari auf den Curb gekommen und hatte da alle Hände voll zu tun, mal eben so im 45-Grad-Winkel dagegen gelenkt, dass das Auto auf der Strecke bleibt. Sehen wir jetzt hier Nicolai Silvest mit Bestzeitwarnung. Ja, wird auch langsam Zeit, dass sich da was tut auf dem zweiten Monitor, muss man ganz klar sagen. Die haben uns ganz schön hängen lassen, ja, die ersten Minuten hier in diesem Qualifying. Ja, das ist übrigens das Auto, das wir auch gestern angesprochen haben, das so ein bisschen die Geschichte der Charity-Aktionen übernommen hat. Er springt quasi in die Charity-Bresche und das ist gut so. Ja, genau. Nicolas Silvest fährt jetzt übrigens mit 1:27.609, kurzzeitige Bestzeit, wird aber von Florian Spengler direkt abgelöst, der mal eben 1,4 Sekunden schneller in dieser Runde war. Charity war ja bislang immer das Großprojekt auf der Callaway Competition Corvette. Die ist dann diese Wochenende nicht dabei. Carsten Molitor, MSGT Racing, hat gesagt, komm, weißt du was, das ist so eine schöne Aktion. Ich habe noch freie Fläche auf der Motorhaube, die ist eh schwarz. Packt mir die Sachen da oben drauf, das übernehme ich gerne. Auch eine schöne Geschichte, wo wir das Thema ja auch gestern mal aufgegriffen hatten, familiäre Atmosphäre im ADAC. Definitiv, jeder hilft jedem, wenn es letztendlich dem Gesamten hilft. Klar, wird jetzt nicht unbedingt der Teamchef auf Platz 1 liegen, dem Teamchef auf Platz 2 liegen, sein letztes Getriebe zur Verfügung stellen. Außer es ist das gleiche Auto? Nicht mal da würde ich wahrscheinlich vermuten. Beim Getriebe würde ich sagen, du Verlauf, vielleicht brauche ich das selber, ich habe 2 Autos im Einsatz. Nein, Sie wissen, was wir meinen. Es ist tatsächlich ein tolles Miteinander. Das sieht man dann unter anderem auch bei Meet the Drivers, wenn die Fahrer zusammenkommen und miteinander Spaß haben, miteinander scherzen und so weiter. Das sieht man aber auch, wenn die Teamchefs miteinander reden, egal wo man unterwegs ist. Es ist wirklich eine große Familie, das ADAC GT Masters mit seinen Rennserien. So, der macht jetzt 3 Kreuze. Elia Erhardt. Letztes Jahr hier am Sachsenring der Sensationssieger schlechthin. Zusammen mit Pierre Kaffer. Zusammen mit Pierre Kaffer. Diese beiden fahren jetzt auch wieder zusammen, also sind ja schon das ganze Jahr zusammen unterwegs und haben mal eben gerade wieder eine neue Bestzeit kurzzeitig in den Asphalt gestampft. Das Thema ist auch schon wieder Schnee von gestern, denn jetzt fallen natürlich die Zeiten. 4,5 Minuten, die noch auf der Uhr sind, Frank. Ich glaube, es wird die viel zitierte letzte Runde und letzte Sekunde sein, in der die Entscheidungen fallen. ADAC GT4 Germany, vor wenigen Augenblicken. Der letzte Pilot, der als letzter über Start und Ziel gefahren ist, hat dann letztendlich die Bestzeit gefahren. Könnte sich ähnlich herauskristallisieren, zumal die Sprünge, die wir hier erleben, wirklich im Zehntel, sogar im Sekundenbereich sind. 1:23.320 für das amtierende Meisterauto mit Thomas Breining, dem amtierenden Porsche Carrera Cup Meister aus dem vergangenen Jahr. Thomas Breining, also im Precourt Herbert Motorsport Porsche, jetzt mit 1:23.320 der schnellste Mann im Feld. Aber es gibt, wo überall wir hinschauen, grüne Sektorzeiten, dann wieder Magentafarben, heißt absolute Bestzeiten, wie beispielsweise jetzt gerade eben für Ricardo Feller, der mit einem absoluten Besten Sektor 1 und 3 hier mit 1:22.616 seine Chancen auf die Juniormeisterschaft und auf die Vizemeisterschaft sehr wohl wahrt. Bei diesen letzten 3 Minuten 20 sollten wir mal ganz kurz reinschauen. Wir haben den Audi von Feller vorn, dann kommt Breining im Porsche, Engelhardt Lamborghini, Ortmann im Audi dann auf 4,
David Jahn war Fünfter, ist jetzt Sechster, wird aber auch im Moment jetzt gerade wieder auf 1 geführt. Also auch da geht es munter drunter einher. RWT Racing Corvette Viselli mit der 13 ist also momentan Spitzenreiter. Dann Feller Preiling Silvest im MSGT Racing BMW. Engelhardt, es schiebt sich jetzt Marvin Dienst im Mercedes mit oben rein. Trigota wird sogar im Augenblick auf 7 geführt, also in den Top-10-Plätzen. Der zweite Land-Audi mit Hofer kommt in die Top-10, nämlich an die 4. Position vor, weil Eriksson im Zackspeed-Mercedes sich auf 2 vorgefahren hat. Das sind jetzt Aufnahmen, die wir jetzt gerade mal einfach innerhalb der letzten paar Sekunden mitnehmen wollten, um mal zu zeigen, wie viel da eigentlich augenblicklich passiert. Und du kannst gar nicht sagen, welche Piloten fahren um die Vizemeisterschaft und wo fahren die, weil das ändert sich eh im Bruchteil von Sekundentakt. So war Timo Bernhard beispielsweise gerade im KÜS 75 Team Bernhard Porsche auf Bestzeitenjagd. Das Problem war nur, das waren andere auch. Und so ist Timo Bernhard im Moment, nachdem er absolute Bestzeit im Sektor 1 gefahren ist und zwei persönliche Best-Sektorzeiten in 3 und 2 auf der 5. Position. Jimmy Eriksson auf 2, du hast es gesagt, im Mercedes. David Jahn ist natürlich schon eine Hausnummer, wenn er dort mit der Sally in der Corvette auf Platz 1 bleiben würde. Dass er das kann, ist überhaupt keine Frage. 1:22.580. Die Frage ist nur, wie gut ist diese Zeit oder wie viel reicht diese Zeit? Ich glaube nicht, dass das schon das Ende der Fahnenstange ist, denn Thomas Preining attackiert, und das scheint wirklich Porsche-Land zu sein, der erste Sektor zumindest hier, mit einer 41.758 in diesem ersten Sektor. Übrigens im zweiten Sektor hat Thomas Preining auch die Bestzeit inne, aber in diesem Falle nicht gefahren. Aber trotzdem könnte es eventuell auch wieder einen Schritt nach vorne gehen für die Startnummer 1. Das wird gewaltig. Man ist momentan auf Platz 9. Neue Bestzeit, Christian Engelhardt, 1:22.478. Und jetzt Thomas Preining, 1:21.499. Fast eine Sekunde schneller als der Rest des Feldes. Also jetzt geht's richtig einher. Jetzt werden die Zeiten einbrechen, aber in die andere Richtung. Oder wenn sie ausbrechen, egal. Preining, Bernhard 1-2, Engelhardt, Ludwig auf 3 und 4. Der Ferrari ist also im Augenblick mal mit von der Partie. Engelhardt als einer der Kandidaten für die Vizemeisterschaft ist auch oben mit drin. Der andere, Ricardo Feller, ist zumindest mal noch in den Top 10, augenblicklich an der 8. Position. Es fehlt uns noch Maxi Götz, der fährt Indidontje an der 23. Position. Da kommen aber von Indidontje zwei violette Zeiten, also Purple-Sektoren 1 und 2. Auto kommt jetzt auf die Start- und Zielgerade eingebogen, dann geht es hinaus über den Zielstrich und der springt an die... Wo ist er denn? Gar nicht mehr dabei. Ach, guck mal, da hat er aber mal richtig zugelangt. Also der dritte Sektor war aber mal sowas von neben der Spur. Fast 2 Sekunden hat der verloren in Sektor 3. Was ist denn da passiert? Also Donche springt an die 14. Position. Philipp Ellis hat es etwas besser hinbekommen. Der war dann plötzlich in den Top-10-Plätzen drin, ist jetzt 9. Diensthofer, Preining, Feller, Ortmann. Es geht Florian Spengler, eingangs der Start- und Zielgeraden, ein bisschen neben die Bahn. Dennis Marschall, erster Sektor, Gesamtbestzeit. Ja, ich glaube, die letzte Minute. Ah, nee, wir haben schwarz-weiß kariert. Genau, alle, die jetzt vorbeikommen, können noch was verändern am Tableau. Da gehören auch die da vorne, die momentan an der Spitze liegen, nämlich Jimmy Eriksson beispielsweise im Mercedes. Wir haben hier Dennis Marschall, zweimal absolute Sektor-Bestzeiten in 1 und 2. Er ist momentan auf Platz 10. Wo geht die Reise hin? Jimmy Eriksson auf 1, Marvin Dienst auf 2, Max Hofer auf 3, Thomas Preining in der 4. Position, der ist bereits abgewinkt. Ricardo Feller, kann da auch noch was kommen von Ricardo Feller? Wir haben Dennis Marschall. Was ist denn mit dem Jungen los? Was ist mit dem jungen Marschall los? Fährt hier zumindest mal für den Moment wieder Bestzeit, aber Indidontje sollten wir auch noch auf der Rechnung haben. 1:20.715. Schnee von gestern. Indidontje fährt 1:20.691. Damit ist Dennis Marschall um 24 Hundertstel für den Moment zumindest geschlagen auf Platz 2. Marvin Dienst dürfen wir auch nicht vergessen. Der ist auch noch im Anflug, momentan 5. Platzierter. Engelhardt könnte auch noch eine Rolle spielen. Der kommt aus dem Nirvana heraus, nämlich von der 18. Position und wird hier gleich wohl aller Voraussicht nach einen Sprung nach vorne machen. Auto kommt jetzt über den Zielstrich und springt auf, na, zumindest Rang 7 vor. Und damit haben wir das Thema abgehakt. Wir haben Mercedes und Audi in der ersten Startreihe, Mercedes und Corvette in Reihe 2, Mercedes und Audi in Reihe 3. Wer hat eigentlich bitte gesagt, dass das Ganze hier Audi-Land ist? 9 von 24 Rennen haben die bislang in der Historie am Sachsenring gewonnen.
Und Mercedes fährt denen gerade mal da so ein bisschen Ringe um die Ohren. Und vorhin sah es mal richtig schön nach Porsche aus, ne? Zwischendurch, ja, muss man ganz klar sagen. Und am Ende des Tages ist der beste Porsche mit der Startnummer 1 der Precourt Herbert Motorsport Porsche der von Thomas Breining auf der 9. Position. Indy Donche, Dennis Marschall. Das ist für heute Nachmittag die Reihe 1 der Mercedes von HTP, die gelbe Mamba, vor dem HCB Routtronic Audi von Dennis Marschall, der jetzt zum dritten Mal hintereinander Nürburgring, Hockenheim und jetzt auch hier in seinem Qualifying es schafft, das Auto in die erste Startreihe zu setzen. 2-1-2. Wahnsinn, wirklich riesen Kompliment. Und da kann ich mir vorstellen, kann man wahrscheinlich beim Herrn Papa, bei Mr. Markenpokal, Thomas Marschall mit Recht heute schon mal den ersten kleinen Weißwein öffnen. Absolut. Marvin Dienst, David Jahn, Reihe 2, dahinter Jimmy Eriksson und Max Hofer in der dritten Startreihe vor Christian Engelhardt und Mick Wisshofer. Reihe Nummer 4, Thomas Breining, Mike David Ortmann, 5. Startreihe. Feller Rogivu in Reihe 6, Ludwig Niederhauser in der 7. Reihe vor Silvest und Ellis in Reihe 8. Salacquada Bernhard, 9. Startreihe, Trigota und Pommer Reihe 10. Du zeigst auf Patrick Niederhauser, ja, Feierlaune. Feierlaune, aber ich glaube trotzdem, dass sie auch sehr, dass sie 100% bei der Sache sind, alles gegeben haben und auch das zeigt einfach wieder. Und wenn dir dann einfach nur ein Müh an Einstellung fehlt, weil du einfach sagst, hey, wir haben es geschafft, das ist ja ganz normal, bist du auf einen Schlag bloß noch in der 14. Position. Aber trotzdem in der Ausgangsposition letztendlich klar, mit der sie leben können, weil Meister sind sie schon. Und die Anwärter auf die Vizemeisterschaft. Der eine fährt auf die Pole Position und in die Pole Position. Das sind die aktuellen Tabellenvierten, Indy Donche und Maxi Götz. Markus Pommer als Fünftplatzierter der Tabelle ist ein bisschen arg weit ins Hintertreffen geraten mit Rang 20. Bortolotti, Engelhardt hingegen stehen dann auch vorne mit drin in der 7. Startposition der 4. Startreihe. Ja, und Ricardo Feller, 11. Ja, war quasi während des Trainings permanent immer weit vorne zu finden. Wo ich noch gesagt habe, er hatte eine tolle Ausgangsposition für die Vizemeisterschaft und für die Juniorwertung, keine Frage. Und im Endeffekt ist es dann Rang 11. Da war man schlicht und ergreifend vielleicht einfach nur 2 Minuten zu früh oder zu spät draußen, als man die letzte Runde nicht mehr fahren konnte. Tja, und wir hatten in Hockenheim den kreischenden und weinenden Flummi Cary Schreiner. Jetzt hatten wir gerade einen holländischen Flummi, der Käse wollte ich nicht sagen, Indy Donche, den gerade eben der Maxi Götz wunderschön aufgefangen hat. Pull Position für die beiden. Das sieht nach einem sehr, sehr versöhnlichen, wenn man das überhaupt sagen kann, Rennwochenende hier beim Finale auf dem Sachsenring aus. Und bei dem Auto mit der Startnummer 47, wir haben es gerade auf der Beifahrerseite noch ganz kurz ein bisschen mitnehmen können, steht dann auch der schöne Text drauf: Thank you, Fans, for a great season. Der Dank an die Fans auf den beiden Türen des Fahrzeugs mit der Startnummer 47 aufgeschrieben. Also, die erste Startreihe, wir haben es gesagt, Donche und Marschall, Dienst und Jahn in Reihe 2. Wir waren vorhin stehen geblieben in der 10. Startreihe, der 20. Position. Da können wir eigentlich die restlichen 3 im Startreihen auch noch mitnehmen. Machen wir doch mit, oder? Also Markus Pommer und Remo Lips in der Position 20, 21. Dann geht's weiter mit Steve Palett, Lukas Luhr, Rolf Ineichen, Elia Erhardt, Florian Spengler und Eddie und Elena. Warum mache ich so schnell? Weil unten steht nämlich Tobi Schimon bei den Polesettern. Und wir haben uns gerade zusammen nochmal die Zeiten angeguckt. Herzlichen Glückwunsch erstmal Indy Donche, Pole Position, Wahnsinns-Qualifying. Das war wirklich so, wo du wirklich stehst, siehst du, wenn die Ampel ausgeht. Für euch wahrscheinlich im Auto auch. Ja klar, es war wirklich schwierig. Wir haben mit das Team gesprochen und wir wissen, in den letzten 2 Runden muss das entschieden worden. So ich habe jedes Mal versucht zu pushen, aber dann habe ich wieder Verkehr zu kommen. Es ist eine kleine Strecke hier in Sachsenring. Und ich habe geschafft, das in die letzten Runden zu machen. Und ja, es hat geklappt. Pole Position. Pole Position, du fährst mit Maxi Götz auf dem Auto. Maxi, die Zeiten sind ja wahnsinnig hin und her gegangen. Wie hast du gezittert? Ja, natürlich. Ja, aber ich habe Ruhe bewahrt, weil ich wusste, die letzte Runde wird's. Und der Indy hat in der vorletzten Runde Gas rausgenommen, war zweimal Purple. Und ich habe mir schon gedacht, okay, jetzt will er es wissen. Hat sich nochmal einen Abstand nach vorne gemacht und hat Eier gezeigt und bewiesen, weil er gesagt hat, naja, die Runde wäre sicher gewesen, die schmeiße ich aber jetzt weg und nehme alles in die letzte Runde rein und hat es richtig gemacht. Weil sonst wäre er nämlich aufgelaufen. Also es war vom Timing super. Er hat den Mut gehabt, das so zu machen, umzusetzen. Und am Ende steht er jetzt vorne mit einem kleinen Hauch. Aber im Endeffekt, das zählt. Und jetzt kann der Kampf losgehen. Was für ein cooler Hund bist du eigentlich? Cooler Hund. Ja, relaxed. Nein, das war ja Wahnsinn, wie Maxi gerade gesagt hat. So zu zocken, ist schon, da muss man schon
Brauchst du die Uhr auszeigen? Ja, du musst immer auf der Uhr gucken. Und wir haben auch ein Time in der Show. Ich könnte ein bisschen gucken, wie lange ich noch habe. Und ja, wie gesagt, ich habe das Gefühl, im Auto war gut. So, dann kannst du auch entspannter fahren oder entspannter sagen, okay, ich mache jetzt eine Lücke für eine schnelle Runde. Aber trotzdem, es war schwierig. Alles klar, dann Gratulation erstmal zur Pole Position und toi, 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 jetzt dann natürlich fürs Rennen. Dann schauen wir doch noch mal kurz drauf. Also Platz 1 für Indy Dornthier und Maxi Götze heute auf der Pole Position. Dann haben wir mit Dennis Marshall wieder einen, der da vorne reingestochen ist von HCB Rutronic. Was für ein Ergebnis für ihn und Kerry Schreiner. Und mit Marvin Dienst auf Platz 3 auch noch einen, der da vorne mitmischen möchte und das auch kann und schnell ist und teilweise auch viele Doppeleinsätze mittlerweile gefahren hat. Sowohl in der GT4 als auch im GT Masters. Das war es jetzt dann erstmal hier von der Liga der Supersportwagen. Weiter geht's mit dem Qualifying im Porsche Carrera Cup. Und dann kann ich schon mal alle einladen. 10.05 Uhr direkt nach dem Qualifying, also im Porsche Carrera Cup. Da findet wieder der allseits beliebte Pitwalk statt. Heißt, ihr seid alle herzlich eingeladen, hier herunterzukommen in die Boxengasse. Alle Fahrer stehen parat für Interviews, für Fotos, für Selfies, für Autogramme. Also da kann ich nur jeden herzlich einladen, einfach um 10.05 Uhr hier hinunterzukommen in die Boxengasse. Wir fliegen dann auch wieder rum, holen Stimmen auch zum Qualifying. Also das war's von hier. Viel Spaß jetzt mit dem Porsche Carrera Cup Deutschland.